Werke, die algorithmische Kunst gesammelt haben und in der Vielfalt, in der sie gesammelt haben, muss man doch erstaunt sein, weil man noch gar nicht absehen konnte, was für ein Fundament diese Zeit legen würde dafür, dass die Beschäftigung von Kunst mit Algorithmen, mit dem Digitalen bis heute, also worauf diese Gegenwartskunst bis heute fußen würde. Also hier war wirklich ein Gespür, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre am Werk, diese Werke zusammenzustellen, dem Museum als Dauerleiter zur Verfügung zu stellen, dass sie jetzt hier in materialisierter Form in über 70 Werken sehen können. Konkreter gesagt, was sind das für Werke, die Sie da antreffen werden in diesen beiden Räumen? Es sind Arbeiten auf Papier, Zeichnungen aus den 60er, frühen 70er Jahren, die mithilfe von Algorithmen entstanden sind. Das heißt, mithilfe von in Programmiersprache formulierten Befehlen, in einem Rechner programmierten Befehlen, die dann von einem Zeichenautomaten, von einem Plotter in Form von Papier, von Zeichnungen ausgegeben wurden. Die Besonderheit dieser Werke besteht aus unserer Perspektive in einem Stichwort, das eine Hochkonjunktur hatte seit einigen Jahren, nämlich in dem der Interdisziplinarität. Die Werke, die Sie antreffen werden, sind in einer Schnittmenge entstanden von Bereichen, von Fachbereichen, von Disziplinen, die vorher noch nie zusammengefunden hatten. Auf der einen Seite die Mathematik, die noch junge Informatik in den 60er Jahren, teilweise auch der Physik, und auf der anderen Seite der bildenden Kunst, der künstlerischen Inspiration, der künstlerisch-ästhetischen Ambition. Was heißt das konkret? Man kann einerseits an diesen 10 Künstlern, die wir ausstellen, oder deren Werke wir ausstellen, sehen, dass hier ganz unterschiedliche Professionen zusammenkommen, hier Kooperationen stattgefunden haben. Das heißt, die Physiker, die Ingenieure, die Mathematiker suchten den Kontext der Kunst, haben sich inspirieren lassen von der Expertise der anderen Seite. Die Künstler wiederum brauchten Programmierhilfe, brauchten Rechner, brauchten die Möglichkeit, in dem anderen Bereich eben danach zu suchen, was sie brauchten, um diese Ideen mit Computer und Algorithmen Kunst zu machen, auch in die Tat umzusetzen. Ganz konkret kann man aber auch sagen, also nicht nur in den Professionen, die sich hier versammeln, in diesen 10 Künstlern, diese unterschiedlichen Professionen, kann man eine einzigartige Schnittmenge in der Kunstgeschichte ablesen, sondern eben auch in den Werken selbst. Also was meine ich damit, wenn ich von dieser Faszination spreche, von der Schnittmenge zwischen den Bereichen Mathematik, Informatik und bildender Kunst? Ich möchte Sie darauf bitten, Herr Elzert hat das auch schon getan, mit der Erinnerung an die alten Maschinen der 60er Jahre, sich jetzt noch einmal vorzustellen, mit was für einer Maschine viele der Werke, die Sie antreffen werden in der Ausstellung, entstanden sind. Herr Nake kennt es besser als jeder von uns, er hat damit gearbeitet, was Sie auch in diesem historischen Film sehen. Das sehen Sie ihn vor 50 Jahren. Es handelt sich um den Graphomat Z64. Das ist ein Zeichenautomat, der wiederum als Ergänzung einen Rechner brauchte. Ein Zeichenautomat mit einer Lochkarte, quasi zum Zeichnen gebracht wurde. Und dieser Graphomat von Matt Zuse, entwickelt in den 50er Jahren, wurde auf der Hannover Messe 1961 das erste Mal vorgestellt. Und zwar, wie Sie wissen, Hannover Messe im Bereich der Industrie. Das heißt, ein Gerät, das Zeichnungen anfertigen sollte im Bereich der Geodäsie, der Kartografie, des Straßenbaus, des Modellbaus, des Baus von Flugzeugen. Also Bereiche, wo äußerste Präzision und technische Genauigkeit ohne Abweichungen gefragt war. Und ganz schön war nochmal nachzulesen, wie dieser Z64 auf der Hannover Messe beworben wurde, nämlich vor allem mit einem Aspekt, die Zeichengenauigkeit. Dieses Gerät, das